Die Strafverteidigerin Astrid Wagner beginnt den heutigen Tag in ihrem Büro. Auch dieser Alltagsstress gehört zur Arbeit einer Strafverteidigerin. Gut, so, Frau Bern, wie weit sind's? Ja, ich bin jetzt dabei, das auszudrucken. Ja, okay, das machen Sie dann fertig. Was ist das überhaupt? Das ist nichts. Aufenthalt. Ja, das machen Sie dann. Genau. Also das heißt, Sie sind, ja, das hätten Sie jetzt nicht so Ding, gell? Ich weiß nicht, warum das wird, haben Sie, das wird liquidiert oder was? Ja. Ja, das ist ein Blödsinn, weil da schreibt man einfach nur, wir verzichten und melden es. Aber es ist wurscht, jetzt haben wir es halt so gemacht, ja. Und ist der weggegangen, der Herr? Ja, muss wieso geht der weg? Oh Gott, ja, dann müssen Sie das so machen. So einreichen, ja, na gut, schauen wir halt einmal. Naja, es hat alles seine Ordnung, so ist es nicht. Das ist bestens alles. Also das ist nicht so, dass da sind viele Zettel, aber das ist alles, genau, das sind zum Abfertigen, da ist die Post, da sind die morgigen Verhandlungsakten, da ist die Ablage, also das hat schon, das ist, die Ordnung ist ganz wichtig. Nicht? Wie ist die Frau Wagner so als Chefin? Sehr abwechslungsreich, aber auch dankbar. Und man lernt sehr viel. Und wenn du was falsch machst? Ja, dann kann es laut werden, aber eben, es wird auch schnell wieder ruhig. Und Frau Wagner ist jahrelang in dem Geschäft als Strafverteidigerin. Neben ihren Helferinnen im Büro lernt Rechtsanwaltsanwärterin Anna Meyer viel von ihrer Chefin. Also da kann man schon viel lernen und vor allem einfach von ihrer Persönlichkeit. Dieses, gerade als Frau in der Strafverteidigung, Strafverteidigung ist generell ein Haifischbecken und dann auch noch bei den Männern und sie ist einfach, sie lässt sich halt nichts gefallen. Ja. Es ist natürlich schon, wenn man jetzt eine Strafsache hat, wo der Mandant vielleicht schon in Untersuchungshaft ist oder man davon ausgeht, dass er Haftstrafe kriegt, dann ist man da schon Respekt, würde ich sagen. Also gesunder Respekt und auch zu wissen, was für den anderen am Spiel steht. Weil ich gehe ja immer wieder ganz normal nach Hause und liege am Abend in meinem Bett. Ja. Aber der, mit dem ich dort bin, oftmals nicht. Und das, ich glaube, das muss einem einfach bewusst sein. Ja. Frau Wagner ist das bewusst. Sie hat schon oft Mörder vertreten und wird dafür auch oft kritisiert. Ich bin natürlich dann, wenn einmal in den Medien was ist, Zielscheibe von unfassbarem Hass. Und das ist bei den Männern nie so. Also ein Mann darf das. Ja. Ein Mann darf einfach mehr, aber eine Frau, die da sozusagen so etwas macht, ja, und sich so entfernt von diesem weiblichen Idealbild, dass man eben mütterlich sein muss und fürsorglich und so weiter, ja, das verzeiht man einer Frau natürlich noch viel weniger. Ne. Aber es ist einfach meine Aufgabe, gell? Also den Beruf so auszuüben. Und es gibt mir schon eine Befriedigung. Also es ist eine schöne Aufgabe. Man wird natürlich manchmal darauf reduziert, wobei ich empfinde das eben nicht so. Aber es ist schon klar, die Leute glauben halt immer, wenn man halt zum Beispiel bestimmten Themen in den Medien ist, aber auch aufsehenerregende Mordprozesse, dass sozusagen das mein ganzes Leben wäre. Das ist es nicht. Frau Wagner schreibt auch leidenschaftlich gerne Bücher. Ich habe jetzt gerade ein Buch sozusagen in der Schreibtischlade. Das wird demnächst erscheinen. Also ich bin sozusagen schwanger wieder mit einem Buch, ja. Aber derzeit schreibe ich wieder weniger, also in so Phasen. Gell? Ich habe immer schon gern geschrieben, schon in der Schule. In 6 Jahren schon mein erstes Buch geschrieben. Ja, über Katzen. Ja, wirklich. Ja. Als nächstes steht aber ein ernstes Thema an der Tagesordnung. Am Straflandesgericht Wien vertritt sie heute eine Frau, die ihre 3 Kinder ermordet hat. Am Straflandesgericht in Wien muss sich heute eine 31-jährige Frau verantworten. Ihr wird vorgeworfen, Ende letzten Jahres ihre 3 eigenen Kinder mit einem Polster erstickt zu haben. Nur eine Kerze erinnert daran, dass in einem Mehrparteienhaus im Wien-Donaustadt 3 Kinder im Alter von 3, 9 und weniger als einem Jahr am 17. Oktober 2020 ihr Leben verloren haben. Laut Anklage soll die Frau fürchterliche Angst gehabt haben, ihre Kinder zu verlieren und dann den Entschluss gefasst haben, die Kinder und sich selbst zu töten. Ihr Selbstmordversuch scheitert. Die Angeklagte wählte damals dann noch selbst den Notruf. Sehr tragisch. Also eine Mutter, die ihre 3 Kinder erstickt hat mit einem Polster. Aber das aufgrund einer psychischen Erkrankung. Und heute wird es um die Frage gehen, also dass sie diese Tat begangen hat, ist keine Frage. Aber ich bin der Meinung, sie ist nicht schuldfähig gewesen. Und dass sie eine psychische Erkrankung hat, ist auch bereits festgestellt vom psychiatrischen Sachverständigen. Die Frage ist aber, ob sie noch zurechnungsfähig eben war. Ne? Welches ist das Ausmaß?
Das ist schwierig, weil eben der psychiatrische Sachverständige schon gemeint hat, dass sie eben zurechnungsfähig war. Ne? Also man wird sehen, es wird von den Ergebnissen des Beweisverfahrens, werden Zeugen kommen heute und so weiter, dann schauen wir. Also jetzt geht es ihr natürlich psychisch besser, kann man nicht sagen. Also sie nimmt ganz starke Psychopharmaka, weil sonst könnte sie diese ganze Situation ja gar nicht überstehen. Ne? Das ist ja ein Wahnsinn. Die eigenen Kinder, ich meine, es gibt glaube ich nichts Schlimmeres im Leben. Ne? Selber Schuld, die Vorwürfe. Naja, ich meine, ihr Leben ist trotzdem zerstört, egal wie das heute ausgeht. Ne? Für Frau Wagner ein emotional schwerer Fall. Aber genau das gehört zum Leben einer Strafverteidigerin dazu. Hier muss sie Persönliches und Beruf strikt trennen. Sie versucht auch diese Mandantin unabhängig der Tat bestmöglich zu vertreten. Wie geht's Ihnen? Ich bin nervös. Ja, brauchen Sie aber nicht. Sie wissen, was Sie zu sagen haben. Nervös brauchen Sie gar nicht sein. Ich meine, schon einmal der Richter ist eh nett. Ganz ruhig. Und wenn Sie was nicht wissen, sagen Sie, Sie wissen nicht mehr. Sie erinnern sich nicht mehr. Okay? Ja, haben Sie Spezialmedikamente genommen? Ja. Ja, bitte schön. Okay, ganz ruhig. Und was, wenn es Ihnen schlecht geht, sagen Sie, Sie wollen Wasser. Können Sie immer alles sagen, gell? Okay? Im Straflandesgericht Wien muss sich eine Frau für den Mord an ihren drei Kindern verantworten. Die Verhandlung beginnt und Frau Astrid Wagner versucht, unabhängig der Straftat, die nepalesische Frau bestmöglich zu vertreten. Vor dem Verhandlungssaal ein Zeuge und Bekannter der Familie. Er hat eine kulturelle Erklärung zu dieser schrecklichen Tat, die einem erst recht das Schaudern über den Rücken laufen lassen. Ja, ich bin als Zeugin hier. Ich bin hier gekommen, weil ich habe immer die Familie getroffen. Wir sind ungefähr 1200 Nepalesen in Österreich und wir kennen jede eine andere. Sie hat mir erzählt, dass wegen Tochter, sie war zwei Tochter geboren und dann die Familie hat Druck gegeben, weil haben wir keinen Sohn. Und dritte war Sohn und der Sohn war auch krank. Irgendwie das Problem im Herz. Und die Familie hat die Frau Schuld gegeben, dass sie hat gar nichts Gott gebetet und deswegen der Sohn ist auch krank. Und dieser Druck hat diese Frau kaputt gemacht. In Nepal, Frauen sind so wie zweite Klasse Bürger. Der Sohn ist wichtig. Alle wichtigen Entscheidungen treffen nur Männer. Und deswegen, jede Familie, sie brauchen Sohn. Und wenn Tochter kommt, sie haben ein Problem, sie haben, oh, was ist das? Wir brauchen Sohn. Und das passiert mit diese Frau auch, weil das habe ich auch meine eigene Erfahrung. Ich habe zwei Tochter und ich habe das gleiche Problem gehabt. Aber ich habe gekämpft gegen das. Aber sie hat nicht geschafft, das zu kämpfen. Eine traurige, frauenverachtende Einstellung, die letztendlich in Wien Mitschuld am Tod dreier Kinder war. Nach ein paar Stunden ging die Verhandlung zu Ende. Naja, sie hat wieder lebenslang bekommen. Das werden wir allerdings bekämpfen, dieses Urteil. Es ist so, ja, heute haben ja die Geschworenen sozusagen die Möglichkeit gehabt, zu prüfen, ob sie eben zurechnungsfähig war oder nicht. Die sind zum Ergebnis gelangt, es ist klar, das sind drei Kinder, dass sie schuldfähig ist. Ich erachte aber in Anbetracht der psychischen Störung, die ja trotzdem objektiviert ist, eine Strafe von, also eine lebenslange Haftstrafe für überhöht. Genau das macht eine Strafverteidigerin aus. Astrid Wagner wertet nicht. Sie prüft lediglich, welche Fakten liegen vor und was sind die strafrechtlichen Konsequenzen. Über das Schicksal der Opfer darf sie keine Gedanken verlieren. In ihrem damaligen Zustand, sage ich jetzt einmal, war sie der Meinung, dass sie richtig handelt, dass sie die Kinder aus der bösen Welt mitnimmt ins Paradies. Und das hätten die Geschworenen unabhängig vom psychiatrischen Gutachten zu beurteilen gehabt, aber ist halt nicht geschehen. Ich bin also jemand, der schon, wie soll ich sagen, kann mir in den Spiegel schauen. Ich bin wirklich der Meinung, dass ich das Richtige mache, aber eben, ich verurteile nicht. Ja? Und noch einmal, ich heiße ja nicht diese Tat gut. Es wird immer wieder verwechselt. Nicht? Wenn ich einen Straftäter verteidige ich ja nicht seine Tat,
sondern ihn selbst. Und ich versuche eben Verständnis, also entweder ist er überhaupt unschuldig, das ist dann eine andere Verteidigungsstrategie, und sonst geht es ja darum, Verständnis hier zu finden. Und gerade in dem Fall empfinde ich großes Mitleid mit meiner Mandantin. Ihr Leben ist zerstört. Die ist ganz ein armer Mensch. Und sie hat halt eine furchtbare Krankheit gehabt, eine schwerste Depression. Und sie war ganz sicher, sie glaubt an ein Leben nach dem Tod, nicht? Und sie war ganz sicher, dass die Kinder jetzt mit ihr ins Paradies gehen. Sie hat es nicht als falsch gesehen. Und damit ist sie meiner Meinung nach nicht schuldfähig gewesen. Um abzuschalten und sich auch weiterhin in den Spiegel schauen zu können, sucht Astrid Wagner den Friseur ihres Vertrauens auf. Bitte kommen. So, warte, Mantel bitte. Ja. Es ist viel zu warm heute. Es hat ungefähr 17.000 Grad. Ja, aber in der Früh war es nämlich noch sehr frisch. Ja, ja, aber hübsch so. Bist, wie immer. Danke. Bitte, folge mir, du kennst ja den Weg. Frau Astrid Wagner hat heute keinen Gerichtstermin mehr. Sie marschiert frisch vom Friseur zu einer Buchpräsentation, um gemeinsam mit Autor Robert Sommer ihr Buch Aug in Aug mit dem Bösen vorzustellen. Die Inhalte könnten nicht unterschiedlicher sein. Der eine präsentiert ein Buch über Sex, die andere über Mord. Für Frau Wagner passt das dennoch zusammen. Alles also ein bisschen in Form, als wir das super lesen. Das schon, aber ein bisschen exhausted, wie die Dann setz dich einmal her. Es ist eine schöne Bestätigung, dass Interesse da ist, dass meine Bücher gerne gelesen werden, auch seine Bücher. Also es ist eine schöne, wie sagt man da, wenn man sagt, gemeinsam Synergie, kann man sagen. Nicht? Zwischen uns ist eine Art Synergie. Nicht? Kann man sagen, also es kommen deine Leute, meine Leute. Und die verbinden sich da, leider darf man sie nicht küssen, das ist ja verboten. Ne? Genau. Aber zu neuen Ufern aufbrechen. So ist es, ja. Das ist ja auch der Sinn und Zweck. Die Gäste sind vollzählig und die Vorlesung beginnt. Herr Sommer führt Frau Wagner ein, jedoch mit einem heiklen Thema. Da hast du ja nicht nur Freunde bei den Kollegen. Einer deiner Rechtsanwaltskollegen hat dich angezeigt, weil du unzüchtige Bilder aus dem Urlaub gepostet hast. Die habe ich gesehen. Also was daran unzüchtig war, möchte ich gerne sehen, das ist mein nackter Rücken, oder? Also Rückenansicht. Ja, seid ihr so Brüde. Urlaubsfotos. Naja, ich meine, ich muss letztlich sagen, es ist im Sande verlaufen. Anfeindungen gehören zu ihrem Geschäft. Darum genießt Frau Wagner die Vorlesung und das viele positive Feedback zu ihren Büchern. Aber so richtig genießen ist vielleicht nicht das, worin sie die Beste ist. Nein, kommt gar nicht dazu. Ich muss ehrlich sagen, mein Leben ist so Schlag auf Schlag und nächsten Tag ist schon wieder ganz was anderes. Zack, zack, zack. Also man kann nicht viel nachdenken. Leider.